In der Vergangenheit soll es bereits mehrfach Meinungsverschiedenheiten zwischen Jerome Boateng und dem Bayern-Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge gegeben haben. Nun sorgt die Kooperation des Fußball-Weltmeisters von 2014 mit dem US-Rapper Jay-Z erneut für Unstimmigkeiten. Laut der Münchner DZ ließ sich Rummenigge auf einen möglichen Wechsel des Innenverteidigers angesprochen zu der Aussage hinreißen, Boateng habe zwei Berater, damit spielte er auf die Zusammenarbeit des Verteidigers mit dem amerikanischen Musikstar an und äußerte gleichsam seine Missgunst. Wie das Blatt munkelt, seien die Verantwortlichen des FC Bayern alles andere als begeistert, dass der Abwehrspieler sich so stark auf Dinge abseits des Fußballplatzes konzentriere. Bereits seit 2015 lässt sich Boateng in Fragen der Vermarktung von JZ beraten. Hintergrund ist seine Absicht, die eigene Marke zu einer weltweiten Präsenz zu entwickeln. Boateng Vorwechsel zu Paris Saint-Germain. Doch schon vor dieser jüngsten Spitze des Bayern-Bosses hatte es immer wieder Differenzen zwischen Rummenigge und dem deutschen Nationalspieler gegeben. Die DZ schreibt von einem verbalen Schlagabtausch zwischen KHR und Boateng nach einem verlorenen Champions-League-Spiel 2016. Auch während der WM in Russland hatte sich der deutsche Nationalspieler irritiert gezeigt, nachdem sein Vereinsboss ihn öffentlich zum Verkauf angeboten hatte. In Anbetracht dieser wiederholt aufgetretenen Zusammenstöße dürfte eine Trennung im Sommer im beidseitigen Interesse liegen. Boateng steht Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zum französischen Meister Paris Saint-Germain.